Hallo, in diesem Video zeige ich euch, wie ihr euch selbst Hagebuttentee herstellen könnt. Ihr müsst euch ein paar Wildrosensträucher suchen, an denen die Hagebutten hängen. Umso roter die Frucht ist, umso besser. Fangt euch an, einfach eine Dose voll Hagebutten zu pflücken. So, wenn ihr nun die Hagebutten gepflückt habt, geht es nun ans Waschen. Nehmt euch eine große Schale, macht darin lauwarmes Wasser und schüttet die Hagebutten hinein. Nun könnt ihr diese circa eine Minute waschen. Ihr solltet diese eventuell nicht zu lange waschen, denn ansonsten gehen wichtige Inhaltsstoffe der Hagebutte verloren. Aber ihr seht, es kommt jede Menge Dreck dabei heraus. Und nun nehmt euch ein Brett und ein Messer sowie zwei Schälchen. In das eine Schälchen kommt die Frucht und in das andere Schälchen die Kerne. Die Kerne brauchen wir nicht für unseren Tee, diese können wir später mal für ein Hagebuttenöl verwenden, aber das zeige ich euch in einem anderen Video. Achtet darauf, dass die Hagebutten noch fest sind, denn in den weichen Hagebutten könnte der Wurm drin sein oder auch schon der Frost reingekommen sein. Also nehmt euch nur diese festen. Nun schneidet an den Hagebutten die beiden Enden ab. Und halbiert diese. So sieht das Ganze dann von innen aus. Nun könnt ihr mit dem Fingernagel oder einem Löffel bzw. auch dem Messer die Kerne herausholen. Kratzt es gut aus, denn auch diese Härchen, die hier drin sind, sollen nicht in unseren Tee hinein. So sieht dann eine ausgehöhlte Hagebutte aus. Das Ganze macht ihr noch mit der zweiten. Ihr seht, es ist nicht aufwendig, also nicht schwer, aber doch etwas aufwendig. So sehen dann die Kerne aus. Wenn euch das zu aufwendig ist, könnt ihr die Hagebutten auch einfach nur den Kopf bzw. den Stiel und das untere Teil entfernen und dann auch in ein Schälchen geben. In diesem Fall habt ihr dann nicht mehr die Kerne für das Öl übrig. So, wenn ihr dann genug zusammen habt, packt das Ganze in einen Backofen bei Umluft, ca. 50 Grad, oder legt eure Hagebutten zum Trocknen an euren Kamin bzw. auf die Heizung und lasst diese gut austrocknen. Wenn ihr diese an die Heizung legt, macht euch ein bisschen Zeitungspapier darunter. Im Backofen sollte es etwas Backfolie darunter sein und lasst diese richtig gut austrocknen, bevor ihr die in eine Dose packt, weil wenn ihr die wieder in eine Dose packen möchtet, um sie zu bevorraten, sollten sie richtig trocken sein, denn ansonsten kann es euch passieren, dass sie euch anfangen zu schimmeln. Von daher lieber offen stehen lassen und trocknen. Perfekt eignet sich auch zum Trocknen eine Schale aus Bast. Oder ein kleines Weidekörbchen mit etwas Küchenpapier oder einer Serviette.
So, und nun probiert es einfach selbst aus. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt mir dies einfach in den Kommentaren. Ich werde sie euch dann beantworten. Lasst mir ein Like da, wenn euch der Beitrag gefallen hat und abonniert meinen kostenlosen Kanal, damit ihr immer die neuesten Videos sofort erhaltet. Bis bald!